Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, müssen wir das halt einschalten. So. Schalten wir mal ein. Das ist ja betriebsbereit. Gut aus, wie wir jetzt haben. Baumfeld, bescheiden. So einfach. Vielleicht schon mal dabei, nee. Oh, du lebst. Die Joystick finde ich schon mal. Die Holzarbeit ist viel angenehmer als mit meiner Tastatur. Es soll mir noch viel auf die Maus zugreifen, weil ich noch keine vernünftige Kameraperspektive habe. Oder es klappt. Geschafft.
Da bin ich noch ein bisschen, ich nenne noch dezent überfordert. Jetzt brauchen wir nicht sehen, sondern schon mal raus und finden. Sieht doch schon mal ganz schön mit Licht hier. Unverweilt. Ja, den auch schon, das ist immer gut. Muss man den jetzt heißt ja gedrückt halten, dann passt schon. Ja, wieder falsch Richtung gedreht. Ach, ne. So, so weiter. Muss ich den schmeißen. Stücke tiefer der Abschnitt sein können, muss ich sagen. Ich muss doch ein Stückchen tiefer machen können, den Schnitt. Ich glaube, wir können noch nicht alle. Schönen großen Kräftchen.
Langsam lichtet sich das hier. Gut. Aber mehr als der Strahl davon langsam. Langsam aber sich schon. Das ist immer nicht aber Kölze. Was braucht Bauland? Gut aus, da vorne ist schon die Straße.
Na, der Gehölz geht's langsamer, was ich schon frage. Oh, haben wir fast eine Runde rum. Gut, was soll denn jetzt wieder vorne? Wenn ich jetzt meinen Button runter irgendwie, ich sag mal, mein Klempergefuschel noch mit Stream oder irgendwas bitte. Und ich sage, ich schneide Holz für meinen Unterstand. Den ich gerade baue. Wer mir auf Instagram oder so folgt, der sieht ja schon ein paar Bilder, die ich gestern, also Sonntag gemacht habe. Samstag habe ich angefangen damit, habe ich erstmal das Fundament und den Sockel gemacht. Gestern habe ich halt angefangen mit links und rechts den Rahmen. Ich habe mal Stahltreppe eingezogen und sich halt noch die ganzen anderen Spaß. Dachbalken und sowas machen. Aber das ist wieder so Zeug, das macht sich halt nicht live in der Rede. Das braucht wieder ein bisschen Zeit. Wo ich am Sonntag aufgehört habe, war es schon nachts um 1, 12. Da ich Montag noch was zu tun hatte, habe gesagt, Schluss aus, da gehe ich erstmal ins Bett. Das nächste Mal, wenn man dann unten wird, kommt das Kritze raus. Ich musste die Arbeitsschritte normal machen, weil ich irgendwas mit dem 3D-Cursor, womit man navigiert, verfuscht hatte. Er blieb immer auf dem Zentrum fixiert, warum auch immer ich da eingestellt habe, ich weiß es nicht mehr. Das war bei gewissen Sachen auch ist sehr doof. So. So, ich habe das Signal gekriegt, dass wir im Folgenende angekommen sind. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.